Guten Abend, guten Abend. Ich will nur eine Ergänzung machen zu dem YouTube-Pausenvideo. Grundsätzlich ist es so, ja, es wird bis September etwas weniger Videos geben, also keine großartigen Projekte wie Let's Plays, die sich über 30 Videos oder 20 Videos ziehen. Livestreams oder News oder irgendwas, Neuankündigungen kommen, können immer kommen. Es bezieht sich nur auf die Let's Plays. Ja, also es werden bis zum Sommer, also bis zum September, keine großartigen Projekte also kommen. Vielleicht habe ich das im letzten YouTube-Pausenvideo nicht sehr ausdrücklich erwähnt. Ich war da ein bisschen, naja, ein bisschen baff, ein bisschen schlapp. Ja, war auch schon ein bisschen müde. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nur. Wenn jetzt zum Beispiel der Sommer kommt, wir wissen ja alle, dass draußen an die tropischen Hitze ist, weil bei 30, 35 Grad oder 40 Grad oft in der Früh auch noch 25, 30 Grad ist, ja, und ich sitze im Wohnzimmer, habe ich am Ventilator zwei Stellen gehabt und da ist halt natürlich sehr tropisch heiß. Ja, das meiste mache ich ja über die PlayStation 4, nicht über den PC. Ja, weil im Schlafzimmer, wo ich einen PC stehen habe, habe ich zum Beispiel eh eine Klimaanlage. Ja, da würde es gehen, das reduziert das Ganze eh unter auf 18 Grad oder 16 Grad, aber es ist eh schön flauschig kühl. Aber nur, wie gesagt, habe ich eher mehr oder weniger eben auf PC oder mehr auf PlayStation 4. Das bedeutet, jetzt bis in September wird hier ein eingeschränkter Betrieb sein, so sagt man, dass zwar hin und wieder Livestream kommen, ja, die können unerwartet kommen, so wie es zeitmäßig für mich passt. Ja, ich werde Spiele antesten, auch wie es passt, das sind allerdings Demo-Versionen, ja, aber wie gesagt, ich will keine langwierigen Let's Plays machen und wie gesagt, bei 35, 30 Grad mich dann hinsetzen, ja. Es soll jetzt nicht heißen, dass jetzt von heute auf morgen eine YouTube-Pause war, das vielleicht war das falsch ausgedrückt im letzten Video. Es soll nur heißen, dass ein eingeschränkter Betrieb ist, dass er nicht immer, so wie es jetzt bis jetzt gewohnt war, 30 Videos kommen im Monat oder 20 Videos, dass er jetzt statt 30, 20 Videos nur 5 oder 10 Videos kommen oder gar, vielleicht nur 2, 3. Ja, weil es ist, wie gesagt, ich will mir das heuer nicht antun, da bei 35, 30 Grad, weil das, muss ich ganz schön sagen, das ist natürlich sehr zermürbend. Der sich's antut, okay, gratuliere dir, ja, aber wie gesagt, das habe ich in den letzten 9 Jahren genossen, ja, und ich will heuer eher ins Bad gehen oder ein bisschen eher weniger da mich beschäftigen mit Videos und so Sachen und wie gesagt, Fakt ist, es können natürlich laufend noch immer Videos kommen, aber in eingeschränkter Betrieb, also nicht so laufend wie jetzt, sondern halt unregelmäßig. Unregelmäßig Abständen kann schon was kommen, in unregelmäßigen Abständen, nur bis halt in September halt nicht. Ja, halt alle Wochen Videos machen. Ja, kann einmal eine Zeit kommen, dass ich mal eine Woche nichts mache oder 2 Wochen, dann wieder mal eine Woche nichts oder 2 Wochen nicht. Ja, dann wieder Vollgas 2 Wochen. Das kann ich noch nicht sagen. Aber jetzt, bis in September ist es so, das ist halt ein bisschen eingeschränkter Verlauf auf diesem Kanal ist. Das würde ich noch zur Ergänzung zum letzten Video YouTube-Pause sagen. Und ab September geht es dann eh wieder normal weiter mit Let's Plays. Aber nur, wie gesagt, über den Sommer setzt man sich halt nicht so gern hin. Und wie gesagt, ich bin ein Hobby, ist YouTube und so soll es auch bleiben. Gut, schönes Wochenende und schönen Tag noch.